Hallo, mein Name ist Gamero und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls 3. Wir sind hier, ja, bei den Drachen im Drachenhort und haben auch schon die erste Region sozusagen ein bisschen durchforstet. Die Drachen, die warten nur auf uns und die bewachen irgendwelche Items. Ich habe keine Ahnung, wie ich da dran komme, aber ich denke mal, wir gehen jetzt erstmal da entlang und werden mal gucken, was es da so gibt. Allerdings habe ich so das Gefühl, dass wir vielleicht von dem da angegriffen werden und ich weiß auch nicht, warum der wieder da ist. Ich war doch da schon. Ich war doch da schon und habe den getötet. Naja, okay. Mir soll es egal sein, wir werden jetzt einfach mal ganz schnell hier runterhüpfen und dann mal gucken, was wir da so erleben. Okay, das hat einigermaßen gut funktioniert. Ich frag mich nur, bin ich gestorben in der letzten Zeit? Ich weiß es nicht. Weil normalerweise nicht. Und ich habe das Gefühl, dass er uns auf jeden Fall Probleme machen könnte, weil doof und so. Weil er sich verwandelt und hier wahrscheinlich hinkommt. Naja, wir werden sehen. Hier sind auf jeden Fall ein paar Gegnerchen und da sind auch schon welche mit Pfeilen. Sehr schön. Oh, da ist einer, der kann laufen. Sehr schön. Hauptsache, er läuft nicht. Oh, 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 oh. Okay, von oben kommt so ein Estus-Flakon-Typ. Scheiße. Dann dürfen wir uns auf jeden Fall nicht erwischen lassen. Und müssen den erstmal ohne Probleme zermanschen. Sehr gut. Der unten hat sich noch nicht bewegt, Gott sei Dank. Ah, da ist auch wieder einer, der sich mal locker flockig durch die Gegend bewegen kann. Nicht so schön. Oh. So. So, den haben wir auch relativ easy peasy gemacht. Und oben ist auf jeden Fall der Typ. Ich glaube, da kommen wir gar nicht dran. Doch, jetzt geht er runter. Ah, sehr gut. Der uns immer bewirft mit dieser Estus-Flakon. Mit dem Estus-Flakon-Mist. Das ist natürlich nicht so geil. Wenn ich ehrlich sein soll. Aber eigentlich hätten wir uns auch nochmal ganz kurz ans Leuchtfeuer setzen können, weil jetzt habe ich dann, glaube ich, so die Befürchtung, dass das mit diesen Flakons, die wir jetzt haben, na, dass das nicht reicht. So, hier geht's auch entlang. Okay. Da. Okay, da ist auch was. Aber da sieht es nicht. Das sind so zwei Ritter anscheinend. Oh, ob ich da wirklich hin will, weiß ich auch nicht. Vor allem mit drei Flakons. Habe ich irgendwas zum Werfen? Jetzt eigentlich nicht wirklich, ne? Warte mal. Sollten wir vielleicht mal so gucken. Hier ist was zum Werfen. Okay, wir nehmen jetzt einfach mal ein Wurfmesser. Dann können wir die zumindest, können wir zumindest nur einen anlocken. Ich glaube, dass das ist okay. Das werden wir schon mit den Flakons hinkriegen, oder? So. Ich hoffe, dass es... Oh Gott, oh Gott. Ich hoffe, dass die drei Flakons reichen. Ansonsten hätte ich ein Problem. Ja, komm her. Ja, komm her. Sonst hätte ich wirklich ein Problem. Oh! Oh, oh, oh. Natürlich, natürlich, natürlich. Das war gar nicht so gut. Das war gar nicht so gut. Da hat er uns direkt richtig zermürbt. Sollten doch noch einen Flakon nehmen. Bisher läuft es gar nicht so gut. So. Wir sind eigentlich drauf und dran, ihn zu kriegen. Sehr gut, okay. Große Titanitscherbe hat er hinterlassen, okay. Passt schon. Ja, dann können wir auch den anderen machen. Dann können wir auch den... Der bewacht wahrscheinlich irgendwas. Ich hoffe, dass er irgendwas bewacht. Oh, oh, oh.
Oh, nee. Jetzt so ein gemeines Schwert. Jo, alles klar. Das war doch easy peasy. Das war doch easy. Ein Flakon. Ja, das hat sich jetzt super gelohnt. Und? Ja, das hat sich noch mehr gelohnt, weil hier gar nichts ist. Ja, super. Nee. Das hätte man gar nicht machen brauchen. Na toll. Kann hier keiner irgendeinen Hinweis hinterlegen, dass wir das gar nicht brauchen? Ach man. Naja, wenigstens haben wir die Seelen von denen. Easy peasy. Naja, jetzt haben wir nur noch einen Flakon. Das macht uns natürlich, nennen wir es mal, angreifbar. So. Ich kann mir gut vorstellen, dass die gleich Feuer hier rein pusten. So. Ansonsten ist hier irgendwie eher nichts. Kruder Edelstein. Sehr gut. Und hier geht's wahrscheinlich wieder runter, ja. Okay. Hier geht's auch runter, aber ich glaube... Nee, das kann ja nicht nach draußen gehen, oder? Okay. Oh, oh Gott! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Okidoki. Da haben wir doch wieder den Typen aus der komischen Kirche. Der war nicht so gut. Ne, mit einem Flakon mache ich das definitiv nicht. Dann gucken wir mal lieber erstmal hier. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass die jetzt einfach hier Feuer speien, ne? Und ob wir da mit einem Flakon durchkommen. Oh, shit. Ja, okay, alles klar. Okay, wir müssen da anscheinend drüber. Ja, da müssen wir anscheinend drüber. Ob das mit einem Flakon durchgeht. Scheiße. Ja, wir haben Fehler gemacht. Das heißt... Scheiße, was machen wir denn jetzt? Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt wieder zurück, oder? Weil mit einem Flakon das zu machen, ist, glaube ich, irre. Da brauchen wir gar nicht mit anfangen. Okay, ich würde sagen, wir... ziehen die Reißleine und gehen doch wieder zurück. Leuchtfeuer der letzten Rast. Und pushen unsere Flakons wieder. Was anderes würde ich da jetzt gar nicht irgendwie... Ich würde... Nee. Mit einem Flakon gehe ich da nicht drüber. Wobei, andererseits, so viel Feuer wie die Speien, ich hätte wahrscheinlich eh keine Zeit gehabt, einen Flakon zu nehmen. Naja, jetzt ist eh zu spät. Jetzt müssen wir den Quatsch nochmal machen. Aber das ist ja eigentlich machbar. Das ist ja jetzt nicht so schwer. Also zumindest war es jetzt eben nicht so schwer. Sagen wir es mal so. Es kann natürlich jetzt gleich wieder anders werden. Und ich vermute, dass es auch so sein wird. Aha. Naja. Dann würde ich sagen, dass wir die Ritter definitiv auslassen. Die machen wir nicht. Dann machen wir erst den Weg frei. Und gehen dann zu diesem Eistypen. Würde ich fast behaupten. Ich frage mich gerade, ob der Ritter auch wieder hier ist. Ja, der Ritter ist auch wieder da. Krass. Okay. Ja, sei es drum. Wir machen das jetzt einfach so. Ja. Und kümmern uns wieder um die Jungs hier. Ja, ja. Ja, klar. Wie er mich kriegt. So, jetzt hole ich erstmal den, genau. Ja, und der hat sich jetzt entwickelt, oder was? Oh. Eben hat er uns in Ruhe gelassen und jetzt... Jetzt kommt er an. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Okay. Okay, das war richtig scheiße.
So viel zum Thema, wir werden keine Probleme kriegen. Aber da war ich jetzt überrascht, dass der sich entwickelt hat, dass der mutiert ist. Eben hat er sich nicht mutiert. Strange. Wirklich strange. Eben hat er sich nicht mutiert und jetzt plötzlich mutiert er sich. Und macht mir Angst. Das ist aber schon gemein, finde ich jetzt persönlich. Ist schon gemein, weil da oben ist noch der Typ mit den Flakons. Vielleicht können wir den von hier tatsächlich mit einem Bogen kriegen. Das wäre ja nicht so schlecht. Dann fangen wir erstmal hier an, versuchen den irgendwie mit einem Bogen zu erwischen. Ah, guck mal, da steht er. Kann man den anvisieren? Komm, wir versuchen es einfach. Ach shit, ich habe jetzt keine Pfeile. Bolzen, ich habe nur Bolzen oder was? Nee, ich habe hier Unitöter Großpfeil. Okay. Okay, dann versuchen wir das erstmal. Versuchen wir vielleicht sogar beide von hier. Oh, falsche Dinge. Ja, was mache ich denn jetzt hier gerade? Warte mal. Ach so. Okay. Jetzt müsste es eigentlich gehen. What? Warum kann er das? Ich check das immer noch nicht, ne? Ich check das immer noch nicht. Hm. Kann er damit irgendwas machen? Ich schnall das immer noch nicht. Okay. Jetzt schauen wir mal ganz kurz. So. Giftpfeil. Mondlichtpfeil. Drachen. Ach, das ist ein Großpfeil. Okay, und ich kann keine Großpfeile machen anscheinend. Okidoki. Dann bräuchten wir vielleicht sogar mal irgendwie einen anderen Bogen. Ach, guck mal. Drachenreiterbogen. Okay, 123 plus 30. 106 Drachentöter Großbogen. Okay, das ist ein Großbogen, also kann ich auch Großpfeile machen. Gehe ich mal von aus. Dann versuchen wir das mal so. Okay, dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Den hat es aber ganz schön zerlegt. Leckt mich am Arsch. Müssen wir nur gucken. Okay, der ist ein bisschen sauer jetzt gerade. Kann ich den so vielleicht kriegen nochmal? Ja, und der ist platt. Sehr schön, dann können wir den jetzt auch machen. Alter. Oh, der kommt jetzt sofort. Bleib mal da schön stehen. Oh. Nein! Mich erwischt er oder was? Aber ich ihn nicht. Muss ich näher ran? So, komm. Komm, bitte. Nee, geht nicht mehr. Alles klar. Scheiß drauf. Wir haben es versucht. Wäre cool, wenn man die wieder anwählen könnte, aber egal. Dann versuchen wir es von unten. Das ist dann, glaube ich, angenehmer. So. Wollen wir den jetzt auch erstmal machen? Ich glaube fast ja, dass wir den jetzt zuerst machen. Oh. Bum bum. So, dann hat er uns auf jeden Fall nicht. Dann machen wir den auch noch. So, der ist jetzt nur noch einen Schlag entfernt. Da können wir auch einfach zuschlagen. Da brauchen wir uns jetzt nicht so drum kümmern. Unsere Bewegungen sind ein bisschen langsamer geworden jetzt, natürlich. Der Bogen ist auch sehr, sehr schwer wahrscheinlich.
Da müssen wir uns gleich vielleicht wieder drum kümmern. Dann legen wir den nur an, wenn wir ihn wirklich brauchen. So, jetzt bist du wieder dran. Ja, klar. Du Sack. So. So, dann legen wir den immer nur an, wenn wir ihn wirklich brauchen. Dann passt das schon. So. Ich denke mal, dass wir jetzt auf jeden Fall eine Glut nehmen. Wir müssen auf jeden Fall dann später gegen den einen Typen. Und hier liegt irgendwas, aber da kommen wir jetzt gar nicht dran. So ein Mist. Da kommen wir jetzt gar nicht dran. Das ist wahrscheinlich von dem Typen, der runtergefallen ist. Ach nö. Sein Ernst? Warum lässt das nicht hier fallen? So ein Sack. Der eigentlich irgendwas fallen gelassen? Nee. Okay. So, jetzt müssten wir uns eigentlich... Genau, jetzt können wir super wegrollen. Perfekt, alles klar. Dann hätten wir das auf jeden Fall gepackt. Dann müssen wir jetzt nur noch hoffen, dass wir hier gut vorankommen. Gegen den Großen. Ich denke mal, dass wir den hochziehen, oder? Ich weiß nicht, ob da genug Platz ist da unten. Ich weiß nicht. Irgendwie macht er immer mir Angst. Oder wir gehen jetzt auch noch mal kurz mit dem Drachentöter-Ding ran. So. Schalten wir schnell um. Oh. Mein Ernst? Was ist denn jetzt schon wieder? Hat sich das wieder geändert hier, oder was? Ach, jetzt ist ein... Ach. Hatte ich eben... Den hatte ich eben, ne? Ja, okay. Also jeder normale Gegner hätte mich schon längst gesehen und getötet, ganz ehrlich. Oh, okay. Dann gehen wir mal schnell wieder zurück. Hauen mal ganz schnell das raus. Und wechseln. Okay, perfekt. So, kommt er jetzt? Ist er da? Wo sind der jetzt? Oh, da ist er! Okidoki, alles klar. Ich weiß auch nicht, hier ist auch nicht unbedingt viel mehr Platz, ne? Ah, scheiße. Wo ist er denn jetzt? Ah, da ist er. Okay. Also so viel mehr Platz ist hier definitiv nicht. Oh Mann. Schon ein bisschen Schiss vor dem jetzt, ne? Oh! Wir müssen ein bisschen aufpassen. Okay, das mit der Erfrierung ist echt übel. Naja, wir können uns wenigstens... Scheiße. Das war nicht so gut. Ich denke mal, wir brauchen den auch gar nicht töten. Aber ich schätze mal, dass da gute Items sind. Okay, das war richtig scheiße. Ich frage mich gerade, ob wir den vielleicht sogar zu den Drachen ziehen können. Dass die Drachen die große Arbeit erledigen. Aber lassen wir das erstmal. Wir machen jetzt erstmal tatsächlich wieder... Hab mich jetzt dran gewöhnt. wir machen jetzt tatsächlich wieder mal kurz den Großbogen. Versuchen die Typen mal wieder hier wegzumachen. Erst ihn. So. Dann ihn. Oh. Leute, Leute, Leute.
Nein! So, der ist platt. Perfekt. Okidoki. Dann haben wir das auf jeden Fall so schon mal. Perfekt. Juli, dann gehen wir dann nochmal hin. Hilft alles nix, ne? Hilft alles nix. Und, ja, wir sollten auch wieder den... Okay. Das eine Mal machen wir das noch. Das eine Mal machen wir das noch und dann, machen wir den Typen. Ganz ehrlich. So. Oh, oh. Nein! Nein, 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 nein. Oh Gott. Das war scheiße. Das war scheiße. Okay, ich hoffe, der kommt nicht so hoch. Aber hier sind wir jetzt erstmal sowieso in Sicherheit. So. Ja, beruhig dich. Ja, beruhig dich. So, okay, schön, 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 schön. Alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut. So, da hätten wir das auf jeden Fall jetzt erstmal erledigt. Titanitbrocken wieder und, boah. Nur Titanitbrocken und Scherben und so, aber jetzt liegt hier leider nichts mehr. Okay, den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ich überlege gerade, ob es vielleicht doch sinnvoller ist, erstmal nicht den Kerl zu machen. Ich würde ihn schon ganz gerne hinkriegen, ne? Ich würde ihn schon ganz gerne machen. Ach, hier liegt der Knabe. Okay. Komm, einen Versuch machen wir noch. Einen Versuch machen wir noch und dann holen wir uns dann später ja, dann holen wir uns dann später die Dingsbums. Nochmal Glut von der Tante. Der hat ja echt Mumm, ne? Komm hier nicht weg, ich komm. Oh shit. Ich muss hier weg. Unbedingt, sonst habe ich gleich wieder Erfrierung und so ein Mist. Ich kann mich so schon nicht mehr so richtig bewegen. Ein Schlag und ich bin wieder erfroren, glaube ich, gleich. Ich krieg den nicht, ich krieg den nicht. Durch die Erfrierung bin ich dann so arschlangsam. Ich komme dann gegen ihn nicht klar. Okay, wir machen das einfach mal so. Wir machen den irgendwann später. Der hat bestimmt irgendeinen geilen Ring oder schieß mich tot. Aber nee, ich bin gerade nicht bereit für den. Aber ich würde ihn doch gerne machen. Ne? Ich würde ihn eigentlich ganz gerne machen. Was meint ihr? In dieser Folge noch einen Versuch? Ich denke ja, oder? Ein Versuch geht wohl noch klar. Wir holen uns aber jetzt erstmal... Ach nee, wir müssen uns erstmal die Seelen wiederholen. Komm, wir holen uns jetzt erstmal die Seelen wieder. Die haben wir da irgendwo liegen lassen. Ich hoffe, die sind relativ nah. Dann holen wir uns erstmal eine Menge Glut. Denn Glut tut gut. Habe ich so gehört. So.
Dann machen wir jetzt erstmal Feuerbandschreien. Oh. So, jetzt machen wir erstmal Feuerbandschreien. Bitte, bitte, bitte. Muss reichen. Ja, Gott sei Dank. Huh. Sonst wäre es nochmal eng gewesen und dann wären wir nochmal gestorben. Okay, dann... Oder machen wir einfach weiter? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ach komm, wir holen uns Glut und machen dann erstmal weiter. Wir machen dann erstmal weiter und dann gucken wir die anderen Regionen an. Dann gehen wir da nochmal zurück. So, jetzt habe ich mich entschieden. Ich habe mich entschieden, wir machen das so. Was ich auch noch noch vergessen habe, dann machen wir dann in der nächsten Folge, gehen wir dann durch die nächsten Gebiete. So, machen wir das einfach so. So, Knochensplitter haben wir jetzt verbrannt. Sehr gut. Dann hätten wir das auch schon mal geschafft. Und ich denke mal, dass wir jetzt einfach mal unsere Seelen nutzen. Nicht zum Leveln, sondern dass wir uns jetzt erstmal wieder mit Glut eindecken. Ich denke mal, das dürfte reichen. 7 Glut, das dürfte locker reichen. So, dann gucken wir mal, was wir hier vielleicht sogar noch machen können. Die Axt gefällt mir eigentlich jetzt gerade ganz gut. Die Axt gefällt mir ganz gut. Die können wir auf jeden Fall nochmal pushen. Die werden wir jetzt auch pushen. Und vielleicht nochmal... Da brauchen wir eine Titanitscholle. Okay. Schweres Uchigatana. Das hat Blutungsschaden. Passt schon. Haben wir eine Estus-Scherbe irgendwann in letzter Zeit gekriegt? Ich glaube nicht, ne? Das würde mir auch nochmal gefallen, so als nächstes. Aber egal, jetzt haben wir das auf jeden Fall gepackt. Und ja, ich gehe dann einfach mal wieder zurück, denke ich. Ich gehe dann einfach mal zurück wieder zum Drachenhort und dann machen wir in der nächsten Folge, machen wir dann einfach das nächste Gebiet. Wir werden irgendwie an den Drachen vorbeikommen müssen. Ich fürchte, dass wir die gar nicht besiegen können, sondern wir müssen einfach durch dieses Gebiet huschen und schnell durchlaufen. Ich habe eine vage Vermutung, wohin. Geradeaus weiter scheint ein Tor zu sein, wo wir durchkommen. Also nicht dieses verschlossene Tor, sondern ein anderes Tor. Ich denke mal, das wird es sein. Da werden wir dann durchmarschieren und dann mal gucken, was da passiert, ne? Also das ist so, glaube ich, das Ziel, was wir dann in der nächsten Folge haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Folgen nicht verpassen wollt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht es gut, ciao.